Wir spielen jetzt der dunkle Templer. Der dunkle Templer, primärer Schwarmcluster, Planet Char. Spürst du das Zelebrat? Die Protoss sind hier, auf Char. Sie haben sich hier eine Zeit lang versteckt. Protoss, Kommandant, es war dumm von dir, hierher zu kommen. Denn ich bin Kerrigan und ich bin die Königin der Zerg. Ich kenne euch gut, o Königin der Zerg. Denn wir sind uns bereits begegnet. Wohl erinnere ich mich an eure selbstlosen Taten bei der Verteidigung der Menschheit gegen die Zerg. Schmerzlich ist es zu sehen, dass ein Wesen, das einst so ehrenhaft und voller Leben war, sich der verschlagenen Tücke des Overmind ergeben hat. Du solltest lieber nicht versuchen, über mich zu richten, Templer. Du würdest feststellen, dass meine Macht der deinen mehr als ebenbürtig ist. Ja, ich spüre sogar, dass deine hochgerühmten Kräfte seit unserem letzten Treffen eher noch schwächer geworden sind. Möglicherweise, Königin. Aber könnte es nicht auch sein, dass ich es nicht nötig habe, meine Macht in einem so kindischen Kräftemessen zur Schau zu stellen? Närrischer Templer, bereite deine Verteidigung vor. Ich werde dich schon bald vernichten. Kerrigan, ich fühle eine seltsame Aura um diesen Tempel. Vielleicht solltest du den Angriff noch einmal überdenken. Zum letzten Mal, Zas. Es ist gefährlich, meine Motive und meine Autorität in Frage zu stellen. Du wagst es, einem Zerebraten zu drohen? Du wirst unser aller Untergang sein. Du wirst unser aller Untergang sein. Wie recht er eigentlich hat. Unrechte. Ich weiß halt nicht, ob die Wächter nicht... können die auch Bodeneinheiten angreifen? Ah, ich hab schon Blutschleimdrüsen. Adrenalindrüsen, okay. Was für mich das? Der Mutalisk ist halt schneller. Dann schicke ich jetzt mal kurz als Scout raus. Gut an den Protoss ist, die haben nicht so viele, die haben nicht so viele Ranged-Einheiten. Actually gut an, gut daran. Also zumindest für mich jetzt. So ein Ding, was zum Beispiel bei den Taranern halt immer so stark ist, die haben halt so viele Ranged-Einheiten, vor allem deren Basic-Einheiten sind halt einfach alle Ranged-basiert. Das kann halt ein Problem sein. Je nachdem, wen man spielt. Ich lese auch immer ständig diesen Beitrag auf im Battle.net. Mit, ja, welche Rasse soll ich denn? Oder an sich, ja, welche Rasse soll ich spielen? So, ne? Weiß nicht, ist ja klar. Es kommt natürlich auf die Strategie drauf an. Ich selber, weiß nicht. Entweder würde ich Protoss spielen, weil ich finde Protoss... Protoss sind halt irgendwie so... Die sind so effizient. Würde ich mal sagen. So, du hast so quasi, du hast eine Probe im Schnitt. Eine Probe für alles. So, die warpt dir die ganzen Sachen immer an. Alles so, gar kein Problem. Ne? Und... An sich, die haben ja auch diesen coolen Warp-Knoten. Und immer wenn du... Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist oder ob das bloß in StarCraft 2 war. Aber an sich meine ich,
bleiben die immer im quasi im Transit. Also du bildest quasi welche aus und die bleiben quasi in diesem Ding drin, quasi eben, wie gesagt, im Transit. Du kannst sie, glaube ich, mal direkt über den Nexus abrufen oder halt über den Warp-Knoten. Du baust einen Warp-Knoten an deine Frontline und du rufst halt, du ballerst die Einheiten raus und du kannst sie halt gleich nachschicken. Ist halt geil. So. Kannst du halt bei den Taranern zum Beispiel nicht. Aber bei den Taranern kannst du halt die Gebäude halt einfach wieder replatzieren. Das ist halt auch ziemlich stark, muss ich sagen. Weil dann musst du nicht immer ständig neue Gebäude bauen. Sondern du hast halt in dem Punkt das Ganze dann einfach. Du verlierst deine Frontline, lässt deine Kasernen einfach dahin fliegen. Taraner ist zum Beispiel an sich so, dass, wenn ich defensiv spiele, ich spiele Taraner. Immer. So, du ballerst einfach 100 Bunker hin, Marines rein, zack, geht. Noch ein paar Siege-Tanks. Du brauchst nur Marines und Siege-Tanks und dann geht das schon. Das sieht man ja auch hier, wie krass halt die Siege-Tanks sind. Das finde ich ultra insane. Siege-Tanks an mancher Stelle einfach OP. Ich sollte eventuell dann, wenn ich die Möglichkeit habe, da drüben eine Basis machen. Alles klar. Ich mach ein paar Hydras. Wenn schon, denn schon. Passt aktuell noch nicht so. Vor allem für den Vespin-Geist hier. Mit dem Vespin ist halt auch immer, ist hier halt auch genauso eine Sache. Sind mich irgendwie so ein bisschen früher an Dawn of War. Wo du einfach so früh wie möglich einfach anfängst, Generatoren zu bauen, damit du Energie hast. Um halt dann relativ schnell, um dann halt am Anfang, in der Anfangsphase, passiv irgendwie, ich glaube immer 10 Energie zu bekommen. Damit du dann relativ schnell, wenn du an so einem gewissen Punkt bist, wo du merkst, okay, meine normalen Einheiten bringen langsam nichts mehr, dann baust du natürlich, dann ballerst du mehr Generatoren raus, kannst dann aber schon fortgeschrittene Einheiten ballern, was natürlich besser ist. Dann werde ich auch noch spielen. Das ist as clear as day. Ich muss auch noch auf Twitch meinen Dings anpassen, meinen Alert, meinen Follow-Alert-Sound. Ich habe den zwar jetzt erst, ich habe erst einen neuen reingemacht, aber ich bin damit irgendwie unzufrieden. Ich wollte auch noch Opera GX. Ich wollte auch noch Filmora ausprobieren. Das kann ich dann auch noch machen. Ich muss aber dafür halt natürlich jetzt erstmal dann noch ein bisschen in Elden Ring ein bisschen grinden. Zumindest farme ich da einfach nochmal diese Albinorix in Dings ab. Bei Mokun Palace. Damit ich dann mein New Game Plus Charakter auf Dings baller. Den baller ich dann auf 99 Stärke. Der ist momentan, ich glaube, bei 96 oder so. Und ja. Damit ich dann einfach Moog mache. Und dann mache ich Moog. Weil von Moog brauche ich halt wiederum die Sounds. Das ist wichtig. Und ich dachte mir, okay. Weil ich habe jetzt aktuell als Ding-Sound habe ich von Rykard dieses Together. Dieses Together. Together. So, weil er sagt in zwei Tonlagen Together und ich habe das einfach so zusammengeschnitten mehrfach. Aber irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, irgendwie catch mich das nicht so. Und wieder eine Rampe. Was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Genau. Und ich wollte dann eigentlich diesen Moog-Sound mit diesem
so, I see it as clear as the day. Und dann einfach dieses Nihil. Für lustig. Fände ich tatsächlich lustiger als Together. Together muss ich mir auch noch irgendwie, trotzdem irgendwie noch aufheben, aber... Ja, mal gucken. Ich muss es dann auch noch gucken. Ich habe zufällig, ich habe vorhin, als ich zurückgekommen bin, also ich war jetzt vorhin auch draußen, und ihr müsst verstehen, wir haben jetzt 8.20 Uhr. Ich bin jetzt literally einfach 16 Stunden wach. Ja, bin so rund 16 Stunden jetzt wach und ich war halt vorhin draußen und als ich zurückgekommen bin, war ich auf Insta unterwegs und ich habe mir von Jenian, habe ich mir da so eine Story angeguckt. Da hat sie so Dings gezeigt, da hat sie so ihre Pokémon-Spiele gezeigt, die sie sich geholt hat, also diese älteren. Oh. Nein, mein Wächter. Sie haben einen Weakpoint gespottet. Ich habe ganz gar nicht gesehen, dass da drüben auch eine Rampe ist. Brauche ich noch mal ein paar Larven. Ja, mal Patronen. Auf jeden Fall, ich habe mir diese Stories von ihr angeguckt und da hat sie erzählt, sie so, ja, hier, sie hat hier die Dings geholt und sie hat halt vor allem, sie hat so ein Analog Pocket sich geholt. Und ich dachte mir, Analog Pocket, was ist denn das? Und ich habe das danach gegoogelt und das ist einfach eine moderne Version des Game Boys, wo man auch Game Boy Spiele drauf spielen kann. Und ich dachte mir so, shit, ich brauche das. Dann bin ich auf die Webseite gegangen. Und natürlich sind die ganzen Dinger auf der Webseite halt ausverkauft. Weil hundertprozentig halt wieder fucking Scalper und was weiß ich alles. Vor allem, ich gucke auf eBay, dann werden dieselben Dinger, die halt wahrscheinlich irgendjemand gekauft hat, die haben die Scalper halt wahrscheinlich einfach hier von jedem einfach mal zwei gekauft, zack, auf eBay geballert, bam. Oder hier mit mehreren verschiedenen Accounts einfach geguckt. So, ja, wir ballern einfach. Und hauen die dann einfach für viel zu viel Geld dann einfach auf eBay raus. Es triggert mich immer so ein bisschen, wenn ich sowas sehe. Ah, mir fehlen Mineralien. Das ist halt so ein Ding. Weil, gut, wenn jetzt noch einer übrig gewesen wäre, ich hätte schon die $229 dafür gezahlt, ganz ehrlich. Das wäre kein Ding gewesen. Aber. Aber. Ich baue den jetzt mal um. Aber es gibt halt keine mehr. Das ist halt so, wie gesagt, das ist das Problem. Finde ich. Oder zumindest noch nicht. Ach stimmt, ich wollte ja die Bauchbeutel machen. Was sollte ich jetzt mit den beiden eigentlich tun? Ja, okay. Wirklinge brauche ich trotzdem. Halt nur hier runter. Ich weiß nicht, ob die da drüben durchkommen.
Ja, das ist immer so eine Sache. Die haben auch einige alte, die haben auch einige alte Konsolen komplett, die haben da komplett neu gebaut, angepasst, so. Richtig krass. Aber natürlich ist alles ausverkauft. Ich weiß halt nicht, ob da noch mal, ob die nochmal restocken oder ob da jetzt erstmal gar nichts kommt. Ich wollte hier einen Kreditumor. Was ist jetzt wieder los? Ich finde es auch übrigens immer echt ganz lustig, dass hier in der Story die Zerebraten halt immer Dings Kerrigan in Frage stellen. Obwohl ja der Overmind eigentlich gesagt hat, wie ist er eigentlich vom Level her wie ein wie gilt quasi wie so ein Zerebrat. Ah, ich brauche ein Königin-Netz dafür. Ist er mit denen auf einer Höhe quasi. Ich glaube, die Protoss haben Schiss. Ich habe gesehen, dass ich meine Verteidigung geupgradet habe. Nachdem ich das gesagt habe, kommen sie wahrscheinlich jetzt dann gleich auch. Mit meinem Mutalist wieder los. Also, ich bin Mutalist. Ein Hydra. Wir kamen nur zum Scouten her. 100 pro, ich sag's euch. Schick ich dann im Overlord. Jetzt fliegt der drüber und lädt die dann erstmal da ab. Nahkampfangriffe verbessern wäre halt eigentlich schon gar nicht mal so übel.
denn hier? Ah, das ist ein Photospace. Okay. Evolution abgeschlossen. Nicht zu wissen, die kommen da aber nicht raus. Ich greife mich wahrscheinlich safe gleich an, weil ich da in den Mutalisten rumgeflogen bin. Ich entwickle auch immer gerne meine Einheiten. Weil die Fotos sind bestimmt eh schon auf 2. Aber haben die da Einheiten? Oh, die sind noch auf 1. Oh, die haben dann Scarab. Gar nicht gut. Ein bisschen zu viel Kaffee. Save deine Angriffsgruppe da drüben. Oh. Scouts haben sie auch. Die Räuber sind halt schwierig, ne?
Die müssen doch jetzt dann angreifen. Evolution abgeschlossen. So, dann so eine Flugstaffel jetzt. Mach so drei oder so von denen dann zu Wächtern. Boah, das kocht, das kostet aber voll viel, holy shit. Quasi 150 Minerale und 200 Vespin. Ich weiß nicht, ob sich das belohnt. Weil ich einfach nochmal ein paar Zerglinge raus. Kabu. Kabu.
explodiert. Speichere es nochmal auf LOL. Und dann schicke ich jetzt einfach mal Einheiten darüber. Was ist jetzt wieder los? Okay. Da haben wir aber eher mehr aus wie ein Außenposten. Wobei die da schon eine ganze Menge Dosins hatten. Oder noch mehr Dosins. Los, Angriff! Treff den Warp-Knoten! Mach die kaputt! Unterwegs. Ist die Fliegerbasis da drüben.
ich höre. Shit, Kerrigan ist einfach fast gestorben. Einfach wegen diesem fucking Marauder. Oder wie heißen die nochmal? Räuber, ne? Haben sie meinen Dienst in Zerglings gelassen. Ja, Zerebrat? Oh, an der Stelle auf jeden Fall eine ordentliche Fliegerstaffel. Was ist jetzt wieder los? Ein waghalsiger Zug. Unterwegs. Ja, okay, sie halt. Also ich könnte nur, Energie da durch. Aber ich baue mir, ich mache da drüben noch einen Bau hin, damit ich da noch. Bisschen mehr Dings kriegen kann. Das ist einfach für die Einheitenproduktion. Für den Restock. Damit die Larven rausgerüstet werden können. Schnellere Serving eingesetzt. It's a Zergling, Lester. Ah, da unten sind wieder welche. Wenn der letzte Angriff von mir einfach abgeschmettert. Das Gute ist, ich habe schon mal wenigstens Gebäude von denen zerstört. Ich mache einfach gefühlt so einen Mutter-Rush. Aber lauter Mutterlisten. Ich glaube, das war jetzt so die ganze Base von denen. Dann waren die da auch so krass empfindlich. Als hätte ich in so ein Wespennest gestochen. Mit meinem Schwanz.
Das ist echt ganz gut. Was hab ich denn gerade gemacht? Abgeschossen. Evolution abgeschossen. Ah, okay. Mir fehlen da so ein paar Hydras. Komm, ich greife jetzt dann gleich wieder an. Auf mal gespeichert. Ja, Zerebrat? Schon unterwegs. Ja, die Wächter sind halt die, die halt da langsam sind, ne? Thank you.
Boah, da hinten ist auch noch mal was. Kampfarena sein, o Königin. Tretet mir hier gegenüber und ich werde euch selbst besiegen. Das ist die Herausforderung allein. Ich will noch ein paar Hydras. Ich will noch ein paar Mütter. Okay. Quasi wahrscheinlich nur dein AirPod gewesen sein, ne? Okay, wo ist denn Kerrigan? Was ist jetzt wieder los? Dann bringe ich sie mal rüber. Ein waghalsiger Zug. Eine Illusion?
Habt ihr Angst, mir gegenüber zu treten, Templer? Solange ihr weiterhin so sprunghaft seid, oh Königin, muss ich euch überhaupt nicht gegenübertreten. Ihr selbst seid euer schlimmster Feind. Wir haben gesiegt.